So und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Fall of the Republic. Ich weiß jetzt, was das Spiel damit meint, wenn es sagt Fall of the Republic. Wir kämpfen gerade um Dannen. Wir haben eine kleine süße Raumstation. Kämpfen jetzt gegen ein Lucra Hulk. Ich hoffe, wir kriegen es weg. Die Hyper Velocity Gun macht nämlich nicht so viel Schaden bei dem Ding. Ich hoffe inständig, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. Ich weiß noch nicht, wie wir das gewuppt kriegen wollen. Aber es muss irgendwie klappen. Irgendwie müssen wir das hinkriegen. Wenn ich nicht ständig in der Defensive wäre, ne? Ich kriege hier kaum Schaden rein. Was soll denn das? Wir machen hier mal auf Flott. Und meine Station ist ja nun kein Gegner dagegen. Guck mal, wie groß meine Station ist und wie groß ihr Schiff ist. Ich finde, das ist unfair. Ich werde gleich hier auf so ein kleines Schiff ziehen, damit wir überhaupt irgendwas kaputt kriegen. Hier, die TIE Fighter kämpfen ganz tapfer. Den schnappen wir uns. Und jetzt hat's den Großen abgefangen. Ich krieg Beklemmungen. Ich krieg Jasfalten. Was soll denn der Mist? Was zur dunklen Bedrohung geht denn hier ab? Ich habe hier dreimal drauf geschossen. Glaubst du denn, das stört den irgendwie? Das ist für den wie ein Mückenstich. Ich werde sauer, werde ich gerade. Das ist schon Blödsinn. So, return to Galactic Map. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel übrig. Jetzt kann ich nur noch hoffen. Ab jetzt ist es nur noch Hoffnung, die ich habe. Und es ist nicht viel Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Ey, wir haben hier wirklich nur noch einen großen Dreadnought. Es ist so traurig. Und ich kriege auch nur noch 6.000 von dem, was ich einnehme im Monat. Was soll das? Wie soll ich denn so arbeiten? Find ich wirklich nicht gut. Das möchte ich hier mal kurz bemängeln. Soll ich mich jetzt einfach hier drauf stürzen, bevor die wirklich exorbitant groß und breit werden? Und wir warten einfach darauf, dass wir uns die Venator-Forschung leisten können? Ich meine, viel Wahl habe ich jetzt auch nicht, ne? Weil schnappen kann ich mir den hier nicht. Dafür müsste ich erst über Kato, wobei. Nee, da würde ich auch nur zu viel Verluste machen. Wir könnten vielleicht bei Kato Nemudia einfliegen, ja. Das können wir mal versuchen. So. Mit einem Hauch Hoffnung. Habe ich noch irgendwo einen Spionagedruiden? Da unten. Der soll sich mal bitte Vulture. Vergesst es. Wir greifen jetzt bei Forrest an. Habe ich eine Sorge weniger erstmal. Gut. Ich will nicht sagen, wir sind am A, aber ich sag's mal so. Safe sind wir auch nicht. Ich möchte meine Stationen gerne hier hinten haben. Aus vielen Gründen, denn nach da. Die Truppen hier bitte auch. Den hätte ich gerne hier. Den hätte ich gerne da. Dann können die hier so ein bisschen absichern. Gut. Versuchen wir uns irgendwie zu schlagen. Beginnen wir.
Das Elend. Uiuiuiui. Oh, hoffentlich kriegen wir das irgendwie hin. Bitte. Ich verkrafte so eine Niederlage nicht nochmal. So, Pause. Du kommst erstmal nach hier. Du nach da und du nach da. Du kommst hierher, du nach da. Ihr hierhin. Nach da und ihr nach hier. So, du kommst hierhin, du dahin, du hierhin. Du kommst nach hier unten und ihr nach hier hinten. So, ihr kommt nach hier. Ihr kämpft hier. Rein da. So, ganz kurz Pause. Eins, zwei, du nach da. So, hier kommt der hin. Der kommt hier hin. Der positioniert sich hier, der nach da. Hier hätte ich gern Flugabwehrturm. Einen Infanterieturm. Du nach hier hinten. Dich hätte ich gerne hier. Dich hätte ich gerne hier. Du kommst mit nach da. Du auch. Der Rest von euch bleibt hier hinten zur Verteidigung. Dich hätte ich trotzdem gerne mit hier. Dass wir hier Position beziehen. Du nach hier und du nach hier. Auch ihr kommt mit nach hier. Wie gesagt, Verteidigungspositionen. So. Okay, das ist heavy. Das gefällt mir irgendwie nicht so gut. Der bleibt mal hier hinten. Der kommt mal mit nach hier. Und ihr kommt mal mit nach da. Kurs setzen. Alle Truppen nach da laufen. Schöne Heavy Miliz. Und die haben wir ja auch gleich down. Das gefällt mir wieder gut. Jetzt müssen wir nur verhindern, dass hier irgendwelche Bomber kommen. Das fände ich nämlich nicht so gut. So. Ah, hier. Hier huschen sie so langsam durch. Dann huschen wir hier auch mal ganz kurz nach vorne. Und gucken mal, was sein Problem ist. Und vor allem, wo seine Truppen sind. Weil es wird ja nicht alles sein, was er hier hat, oder? Also, wo ist der Dude? Hier. Irgendwo. Na komm. Zeige dich, Kleiner. Okay, okay, okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon, wo das Problem liegt. Vergesst es einfach. Ja, okay. Die haben ein bisschen Schaden. Okay. Ihr, weg da. Alle Truppen. Einer weg und der zweite auch gleich. Wunderhübsch. Zack.
Und vorwärts. Hier angreifen, da angreifen. Ihr schnappt euch den. Der Panzer ist nämlich das Gefährlichste. Hier vorrücken, da vorrücken. Wenn der Panzer hier weg ist, dann haben wir schon die halbe Miete. Weil die hier kriegen wir leicht ausgeschaltet. Dachte ich. So. Hier angreifen. Und du schnippst dir den da. Zack. Jetzt den hier. Und zurückziehen. Zurückziehen. Zack. Uiuiui, das sind aber auch viele hier. Okay, wir machen hier mal ganz kurz Päuschen und holen uns die Kollegen hier nochmal ran. Und der darf hier nochmal angreifen. Ja, der darf hier nochmal nach Unterstützung suchen. Die sind nämlich stark gegen Infanterie, habe ich festgestellt. Zurück. Zack. Und hier nochmal angreifen. Kommt hier gleich nochmal ein neuer, das ist auch schön. Zack, die kommen nach hier. Bam. Wir haben schon mal was gut von ihren Truppen weggekriegt. Ich meine, hat uns auch ordentlich was gekostet bisher. Ja, muss man auch sagen. Aber, wenn es doch hilft. So, zack. Die zwei hier sind auch ganz nice. Und da hauen sie ab. Das heißt, wir haben Denon erfolgreich verteidigt. Hätte ich nicht gedacht. Wenn ich jetzt hier sogar noch bodentechnisch ein bisschen aufrüste, ne? Mit beispielsweise Heavy Factory. Und Orbital Defense. Dann nehmen wir die zwei noch mit rein, ne? Und beispielsweise Light Factory. Und Baracken. Holy, was hier los wäre auf Denon. Das gefällt mir schon sehr gut. Im zweiten Teil dieses Desasters sehen wir, wie wir hier angreifen werden. Wir haben ja auch gerade nicht sehr viel Geld übrig. Was produzieren wir hier? Nichts. Prima. Toll. Haben wir wieder nichts produziert diesen Monat. Ist das schrecklich? Scipio könnten wir noch angreifen. Hier unten müssten wir eigentlich auch mal eine Angriffsflotte ausbilden. Um hier zum Beispiel Christophsis näher zu gehen. Da ist gerade ein Chamäleon abgestürzt. Boah, hab ich mich verjagt. Alter. Eins meiner Chamäleons ist gerade abgerutscht und hat sich dann mal eben so hängen lassen. Ganz wilde Geschichte. Ich gehe mal kurz gucken, ob der noch lebt. Scheint ihm gut zu gehen, er lebt noch. Er hat mich zumindest sehr skeptisch angeguckt. Und in diesem Sinne können wir doch hier gleich mal gucken. Griva werde ich jetzt nicht kriegen. Schauen wir mal, was Forrest hat. Wobei, Forrest sehen wir uns in der nächsten Folge an. Das wird, glaube ich, etwas länger dauern, wenn ich hier mit der kleinen Flotte die große Flotte kaputt machen möchte. Jetzt haben die zwei Bulwarks. Ich krieg die... Ach, die Tür nicht zu. Gut, das muss ich mitleben. Hier unten wird es auch nochmal lustig. Da haben wir die große Invasionsflotte. Schauen wir mal, wie das wird. Vielleicht geht's auch völlig in die Hose. Das kann durchaus sein. Klingt nach etwas, was mir passieren könnte. Aber wir wollen nicht weiter meckern. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Natürlich auch fürs Liken, ne? Hast du ja gerade eben gemacht. Du erinnerst dich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Haut rein. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.